Hi, liebe Zuhörer, hier ist mal wieder der Callcenter-Quascher mit drei neuen Telefonaten der Trading-Abzocker. Die erste Anruferin wollte mich von einer nicht existierenden BaFin-Regulierung überzeugen. Das zweite Betrüger-Duo wollte mich überzeugen, dass die CISEC die zuständige Behörde für die Regulation in England ist. Die dritte Firma hat mal wieder die FCA-Regulierung einer anderen Firma für sich ausgegeben. Zu deren Unmut weiß ich natürlich, wo man die damit verknüpften Trading-Plattformen nachlesen kann. Da blieb mir dann nur noch übrig, mich anzuschreien. Genießt diese Anrufe und urteilt selber, wie seriös die sind. Hier jetzt das Intro und danach geht's los. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Hadan zurück? Ja. Ich grüße Sie, Megan Smith ist mein Name. Ich bin Ihre Sprechpartnerin von einer Finanzverwaltungsgesellschaft, Gate Trade. Ja. Ich werde mit Ihnen ein paar Informationen mitteilen. Sie haben in letzter Zeit Interesse in diesem Bereich gezeigt. Ist das richtig? Das ist richtig. Ja, wunderbar. Wir haben das gesehen, dass Sie neu darauf waren, wie das Onlinehandel funktioniert. So, darf ich noch fragen, haben Sie für Erfahrungen in diesem Bereich? Ja. Okay, wunderbar. Wenn man fragen kann, wie waren diese Erfahrungen? Gut. Okay, das freut mich. Okay, dann, Sie wissen ganz kurz, wie es funktioniert. Darf ich noch fragen, worauf konzentrieren Sie mehr bei diesem Bereich? Geld verdienen. Geld verdienen, wunderbar. Aber bei welchen Märkten meine ich? So, Sie wissen, dass Sie können investieren bei Aktien, Bitcoin, Gold, Silber, Forex und so weiter. Bei welchen von diesen haben Sie mehr Interesse? Da habe ich mich noch nicht festgelegt. Okay, wunderbar. So, Sie wissen, dass mit einem Firma, Sie werden mit einem Finanzberater arbeiten, das wird für Sie die beste Lösung finden. Wo können Sie, bei welchen Märkten können Sie eine, mehr Profite zu haben, mehr Geld zu verdienen? So, Sie wissen, dass diese Zeit Bitcoin, Gold und Silber sind die Märkte, das haben mehr Gewinn, oder? Ja gut, das kommt immer drauf an. Das kann okay. Sich ja ändern. Das ist, was wir machen. Wir werden schauen, wo können wir mehr investieren, weil wir haben kein Interesse bei der Verlust, oder? So, vielleicht darf ich Ihnen fragen, mit welchem Kapital denken Sie, dass Sie anfangen können, mit einem Konto aktive Stellung? Ja, naja, gut, das weiß ich auch noch nicht so genau. Es kommt ja darauf an, was Sie mir bieten. Okay, so. Jawohl. So, Sie können mit einem kleinen Kapital, mit dem mindesten Kapital fangen. So, 250 Euro, wo Sie werden 2 Wochen Testphase haben. So, bei unserer Firma in dieser Testphase, Sie werden schauen, wie bei uns funktioniert, wie sind die Profite und alles. Es ist so einfach für Sie, das Kapital zu abheben. Die 250, das Sie haben investiert, es gibt kein Risiko, dass Sie werden diese 250 verlieren. So, Sie übernehmen kein Risiko, gar kein Risiko. Wieso gibt es kein Risiko? Sie handeln doch an der Börse, oder? Ich werde Ihnen den Grund sagen, warum gibt es kein Risiko. Der Grund ist, weil wir fokussieren nicht nur bei einem Markt. So, wir fokussieren nicht nur beim Silber oder beim Bitcoin. Wir fokussieren bei allen Märkten und können wir der Situation handeln. So, es gibt keine Möglichkeit, dass Sie werden die ganze Kapital verlieren. So, Sie können vielleicht 1 Euro oder Dollar, es gibt keine, es ist nicht so wichtig, aber vielleicht werden Sie 1 Euro weit, aber nicht mehr. Die 250, die Sie werden investieren, Sie können das nicht verlieren. Ja, so, der, Sie haben der, das mit. Ja, an, bitte, sagen an Sie der mir. Börse ist nicht sicher, das weiß ich. Man kann immer Geld verlieren. Und wie garantieren Sie, dass ich kein Geld verliere? Okay, jetzt werde ich was sagen. Wie garantieren wir das? Es ist was. Ein von unseren Vorteilen ist, wir werden die 250, die zweite Wochenphase, wir werden das 250 nicht, mit diesen 250 nicht handeln. Wir werden nur die Angebot mit das Bonus, das wir werden Ihnen geben. Auf diesem Grund, es ist garantiert, dass bei den 250, Sie werden nicht verloren. Aber, ob Sie gehen mehr, ob Sie gehen weiter mit der Investition,
Also wir wissen, Sie haben erfahren, dass es geht mit einem kleinen Risiko. Aber aus diesem Grund werden Sie einen Finanzberater haben. Die Finanzberater wird alles für Sie machen. Sie werden immer noch in Kontakt bleiben. Es ist Ihre Möglichkeit, dass Sie können mit unserer Firma immer noch in Kontakt bleiben. Haben Sie eine Frage oder verstehen Sie vielleicht eine Sache nicht? Sie können mit der Finanzberater immer noch diskutieren. Okay, gut. Okay, so, darf ich dann fragen? Sie werden Ihre Kooperative stellen, mit welchem Kapital bitte? Das, wie ich gesagt habe, ich habe ja von Ihrer Firma noch gar keine Informationen über Ihre Firma zum Beispiel. Okay, wunderbar. Bitte, haben Sie einen Computer dabei? Natürlich habe ich einen Computer, den kann ich anschalten. Können Sie das Computer einschalten? Ja, natürlich. Okay, und gehen Sie bitte bei die Google-Seite. Ja, und was soll ich da machen? Schreiben Sie bitte dort www. Ja, und weiter? G wie Gustav. Ja. A wie Anton. Ja. T wie Theodor. Ja. E wie Emil. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. Punkt. Punkt. Ida. Ja. Otto. Ida Otto, okay. Das ist, und das ist Ihre Handelsplattform. Wie bitte? Und das ist die Handelsplattform, auf der ich dann handeln soll, ja? Ja, diese ist unsere Plattform. Was schauen Sie momentan bitte? Na, ich gucke mir das gerade erstmal an. Okay, ja, ich weiß, dass, wo, meine, so. Schauen Sie Gateway to Worldwide Trading? Ja, nee, ich gucke erstmal allgemein. Die Frage ist, wie alt ist Ihre Firma? Ist Ihre Firma erfahren? Haben Sie Erfahrung als Ihre Firma? Wunderbar. Unsere Firma, es ist so alt, ob ich das fragen kann. Aber kann ich Ihnen eine Dinge fragen? Ja, sagen Sie mir doch erstmal, wie alt Ihre Firma ist. Es ist 28 Jahre alt. 28 Jahre alt, okay. Ja. Gut, okay, und wo sitzt Ihre Firma? So, es gibt so viele Büsse, so. Eine ist in Österreich, eine ist in Berlin und eine ist in Kanada. Ja, gut. Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma, der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Die große, das kann ich nicht sagen, bitte. Nicht die größte, sondern wo der Hauptsitz, der rechtliche Sitz Ihrer Firma ist. In Berlin. In Berlin. Okay. Ja. Dann sind Sie ja als Finanzdienstleister in Berlin, wenn da der Hauptsitz ist, dann sind Sie auch reguliert irgendwo. Das muss ja dann die BaFin sein. Jawohl. Ja, okay. Auf jeden Fall. Okay, dann geben Sie mir doch bitte mal einfach mal Ihre BaFin-ID. Herr, Sie wissen, dass Sie haben unsere Kunden nicht bekommen, oder? Nee, das müssen Sie auch jedem Nichtkunden sagen. Jedem, der das interessiert, den das interessiert, dem müssen Sie sagen, wie Sie reguliert sind. Mit Ihrer BaFin-ID zum Beispiel. Ob Sie nach unten scrollen, scrollen Sie bitte ganz nee, nach unten. Ich frage doch gerade, wie ist Ihre BaFin-ID? Die können Sie mir ja nennen. Ich habe Sie doch gerade am Telefon, deswegen nennen Sie mir doch einfach. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Lassen Sie mich einfach mal ausreden. Wäre das möglich? Okay, ich habe Ihnen gesagt, scrollen Sie nach unten und Sie werden. Wollen Sie mich nicht ausreden lassen? Sie unterbrechen mich permanent. Also, ich habe Sie gerade am Telefon und Sie sollen mir jetzt die Fragen beantworten. Wie ist Ihre BaFin-ID? Scrollen Sie nach unten und Sie werden das schauen, habe ich Ihnen gesagt. Und ich habe gesagt, nennen Sie mir Ihre BaFin-ID. Sie können ja auf Ihre Seite gehen und sie mir dann sagen. Herr, ich weiß, was Sie so verärgert, aber ich habe nicht, gesagt, ich bin gar nicht verärgert. Ich bin gar nicht verärgert. Ich bin ein Investor und ich möchte wissen, mit welcher Firma ich es zu tun habe. Und dazu gehört zum Sie Beispiel auch geschaut. Ihre... Sie haben mich schon wieder geschaut. Unterbrochen. Sie unterbrechen mich permanent. Wenn Sie mich jetzt noch einmal unterbrechen, werde ich einfach auflegen. Dann arbeite ich nicht mit Ihrer Firma zusammen.
Ist das soweit klar? Das ist klar, aber Gut, Sie haben was für ein anderes. also, jetzt noch mal die Frage. Senden Sie mir Ihre BaFin-ID. So, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. So, es ist die Finanziell, Bundesbank, federal finanziell. Ja, ich weiß, wie die BaFin. Aber wie ist Ja, Ihre das weiß ich, aber BaFin-ID, habe ich gefragt. wie kann ich das sagen? Ja, indem Sie auf Ihre Webseite gucken und mir die BaFin-ID vorlesen. Okay, schauen Sie das bei der Plattform. Nee, sagen Sie mir Ihre BaFin-ID. Schauen Sie, dort gibt Nein, da dort gibt schaue eine ich nicht. Option. Dort gibt eine Option. Warum müssen Sie das nicht schauen, Weil denn dort? ich möchte Sie fragen. Ich habe Sie gerade am Telefon. Können Sie mir Ja, Ihre das BaFin-ID nicht nennen? Und Können Sie warum ist es offensichtlich so nicht. wichtig für Sie? Nein, Warum ist es so wichtig? weil ich ein Investor bin und ich möchte wissen, mit welcher Firma ich zusammenarbeite, eventuell. Aber Sie wenn Sie mir haben schon das gar nicht, Firma Sie selber haben mich geschafft. schon wieder Ja. unterbrochen. Sie unterbrechen mich schon wieder. Sie Also, haben das geschaut. ja, dann lesen Sie mir doch Ihre BaFin-ID vor. Ist das so schwer? Können Sie nicht lesen? Nein, kann ich das nicht machen. Okay. Nee, dann möchte ich mit einer Firma, die nicht lesen kann, möchte ich nicht zusammenarbeiten. Sie können das selber lesen, ob Sie Ja, möchten. Registrieren Sie und Sie können lesen Sie es mir es. nicht nennen und Sie unterbrechen mich permanent. Ich werde mit Ihrer Firma nicht zusammenarbeiten. Sie möchten das wissen. Ich möchte, dass Sie mir diese BaFin-ID nennen. Okay, das Hallo. habe ich schon verstanden. Ganz kurz bitte. Augenblick. Ja. Ich muss mit das sofort reden. Wieso? Sie brauchen doch nur auf Ihre Webseite gucken. Sie haben doch gesagt, der steht da. Dann lese es doch einfach vor. Ich muss mit das sofort sprechen, ob ich das sagen kann. Natürlich müssen Sie sogar. Dazu sind Sie verpflichtet, gesetzlich verpflichtet. Na, wird das noch was? Es ist übrigens äußerst unhöflich, wenn Sie Ihr Mikrofon stumm schalten. Hallo. Hallo. Moment bitte. Ja, wie gesagt, es ist äußerst unhöflich, wenn Sie Ihr Mikrofon stumm schalten. Sollten Sie das noch einmal tun, werde ich sofort auflegen. Ich habe auch meinen Kollegen hier, dass ich Ja, muss. natürlich, Es aber ist wenn alles sofort hier. Sie Sie können ganz können Ihren kurz Kollegen reden. gerne fragen, aber wenn Sie Ihr Mikrofon stumm schalten, werde ich sofort auflegen. Sie können das machen. Genau, kann ich. Ja. Also, was ist jetzt mit der BaFin-ID? So, es ist SCERT. Nein, die BaFin-ID besteht nur aus Zahlen. Squad 977654. 977654. 0077 077 64 077 65 mir. 077654, richtig? Ja. Okay, dann überprüfe ich das mal bei der BaFin. Nein, Okay, ist ist richtig. nicht vergeben, diese Nummer. Es ist nicht vergeben. Richtig, Sie sind also nicht bei der BaFin Okay, reguliert. schreiben Sie bitte 2. Ach, kann man sich jetzt BaFin-IDs aussuchen? Na gut, dann schreibe ich mal 2, 6. 6, 4. 4, 8. 8, 8. 8, 6. 6, 0. 0, okay. Ja. Wo überprüfen wir die nochmal? Auch nicht vergeben. Sie sind also nicht bei der BaFin reguliert. Oh, wir sind bei der BaFin nicht reguliert. Richtig. Sind Sie sicher? Ja, Weil bin hier ich. steht, dass wir reguliert sind. Ich weiß nicht, wer Ihnen das gesagt hat, aber Sie sind mit dieser Nummer nicht bei der BaFin reguliert. Sind Sie sicher? Ja, bin ich. Ich habe es soeben überprüft. Möchten Sie auch
einem Listen zu schauen. Ja, ich sehe doch, ich bin aber auf der BaFin-Webseite und habe Ihre Lizenz überprüft. Sie haben mich schon wieder unterbrochen. Sollten Sie noch einmal unterbrechen, werde ich sofort auflegen. Das sagte ich Ihnen mehrfach. Ich bin auch bei der BaFin und ich kann das finden. Nein, sind Sie nicht. Die Nummer, die Sie mir gegeben haben, ist nicht bei der BaFin reguliert. Ich bin auch bei der BaFin und dort steht meine Firma. Dann sagen Sie mir mal die URL bei der BaFin, wo Sie das überprüfen können. Das können Sie schauen. Ich habe die Seite geschrieben. Ich frage ja, wo Sie die Seite, wo Sie das überprüfen. Ich habe das überprüft. Ja, nennen Sie mir einfach Ihre Internetadresse, wo Sie bei der BaFin das überprüfen können. Was meinen Sie, Herr? Ja, das verstehe ich. Sie sagen, Gehen Sie bitte bei der Plattform, scrollen Sie nach unten. Ich bin auf der Seite der BaFin. Okay, nicht bei der BaFin. Wo sonst soll man etwas überprüfen, wenn ich bei der BaFin, bei der Sie angeblich reguliert sind? Ich bin bei der BaFin auch und dort steht. Nein, sind Sie nicht. Die regulierte Firma. Bis jetzt ist es nicht so. Sie sind nicht reguliert. Mit beiden Nummern, die Sie mir genannt haben, sind Sie nicht reguliert bei der BaFin. Mit dieser Nummer sind Sie reguliert. Nein, sind Sie nicht. Und ich weiß jetzt nicht, was schauen Sie. Verstehen Sie eigentlich, was ich sage? Ich bin auf der Webseite der BaFin. BaFin. Sie unterbrechen mich. Tschüss. Eben mal dieses Unterbrechen. Hallo? Hallo, Herr Marco Rindenstam. Ja? Ja, ist richtig. Ja, hallo, mein Name ist Paul Werner. Ich bin Ihr persönlicher Kundenbetreuer. Wie ich sehe, haben Sie sich kurz auf unserer Plattform registriert. Es geht um den Handel auf dem Finanzmarkt. Ist das richtig? Ich weiß nicht, um was es bei Ihrer Plattform geht, aber ich hatte mich dafür registriert. Ja, vielleicht haben Sie eine Werbung für den Handel mit einem automatischen System gesehen, ja? Ich habe viel Werbung gesehen. Und welche ist jetzt Ihre Plattform? Kein Problem. So, ich stelle Ihnen eine internationale Investmentgesellschaft, Gainful Markets vor. Ja. So, Herr Marco Rindenstam, sagen Sie mir bitte, haben Sie bereits Erfahrung mit dem Handel auf dem Finanzmarkt? Ein klein wenig, ja. Ihr erstes Mal? Okay, sagen Sie mir bitte, es war eine gute Erfahrung? Ja. Ja, okay, so. Können Sie mir bitte ein bisschen erzählen? Nö, stellen Sie doch erstmal Ihre Plattform vor. Warum muss ich denn erzählen? Sie wollen doch Ihre Plattform vorstellen. Ja, genau. Ja, so, unsere Plattform hat viele Vorteile. Wir sind die offiziellen Vertreter des automatischen Handelssystems und wir haben große Erfahrung, mehr als 7 Jahre. So, jeder unserer Kunden erhält ständige Unterstützung durch einen Finanzexperten. So, ich meine, dass die gesamte Arbeit wird unter der Anleitung Ihres persönlichen Finanzexperten erledigt. So, Sie müssen sich um nichts selbst kümmern. Unsere Kunden sind in der Regel viel beschäftigte Menschen, die keine Zeit haben, den Handel zu verstehen. Deshalb haben Sie ja uns. Ja. Sagen Sie mir, Herr Rindenstam, sagen Sie mir bitte, sprechen Sie nur Deutsch oder vielleicht sprechen Sie ein bisschen englische Sprache? Nein. Ich spreche nur Deutsch. So, das ist kein Problem. So, ich finde für Sie einen deutschsprachigen Finanzexperten. Und darf ich Ihnen fragen, wie alt sind Sie? Ich bin über 50. Mhm. Aber Sie klingen jung per Telefon. Dankeschön. Bitteschön. Eine kurze Frage. Woran sind Sie am meisten interessiert? Am Geld verdienen. Kryptowährungen? Am Geld verdienen. Ich auch.
So, ich meine Kryptowährungen, Aktien oder etwas, ne? Da habe ich mich noch nicht Oder Öl festgelegt. zum Beispiel. Okay. So, dieser Roboter handelt vollautomatisch und konservativ. Und diese Methode wird Ihnen circa 30-40% Einkommen pro Monat bringen. Aber natürlich, wenn Sie an einem höheren Einkommen interessiert sind, kann ich Ihnen natürlich empfehlen, mit einem persönlichen Finanzexperten zu arbeiten. Und ich bin sicher, mit seiner Hilfe können Sie Ihr Einkommen verdoppeln. Und wie funktioniert das nun genau bei Ihnen? So, Sie erhalten, so meine Aufgabe ist Ihnen zu helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Danach, Sie erhalten eine Unterstützung durch einen deutschsprachigen Finanzexperten. Ja, das Und ist dringend danach Sie nötig, weil Sie entscheiden. als Sie haben, sprechen ja sehr schlecht Deutsch. Wie bitte? Ich sagte, das ist ja auch dringend nötig, weil Sie sprechen ja sehr schlecht Deutsch. Ja, die deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache. Okay. Und Aber ja, jetzt, Sie wollten noch ein bisschen was verständlich. über Ihre Firma erzählen. Ja, wo Ja, sitzt so Ihre wie Firma gesagt, denn? so wie in England, In in England, London. in London. Okay. Ja, Da ist Ihr ja, Hauptsitz Ihrer genau. Firma, Ihr rechtlicher Sitz. Ja, genau. Okay, und wo So, da in England? unser, ja, wie bitte? Und wo in England? Die Adresse? In London. Ja, und die Adresse? Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen, so, Sie brauchen die Adresse in London. Ja, genau. Kein Problem. So, warten Sie bitte kurz. Ich schicke Ihnen einen E-Mail. Das können Sie mir Warten doch Sie erstmal bitte. sagen. Ich habe Sie doch gerade am Telefon. Ja, Sa ja, ja. sa dann sagen Sie mir doch erstmal einfach die Adresse. Ja, warten Sie bitte kurz. Ich schicke in einer Minute. Ich schicke Hallo, Ihnen verstehen Sie eine das, was ich E-Mail. sage? Verstehen Sie, was ich sage? Hallo. Ja, ich verstehe, kein Problem. Ja, gut, dann sagen Sie mir doch einfach die Adresse erstmal. Ich schicke Ihnen Hallo, einen E-Mail verstehen Sie und meine Sprache nicht? Ich sagte sagen, nicht ich verstehe. schreiben Sie mir Ihre Adresse, sagen Sie erstmal Ihre Adresse. Ist das jetzt angekommen? Ja, natürlich, aber Ja, dann schreien Sie sagen Sie bitte doch. nicht. So, ich Oder höre müssen Sie Sie Ihre zu. eigene Adresse jetzt googeln? Nein, so, Ja, ich dann schicke sagen Sie mir doch, Ihnen wo die gehen Sie jeden Morgen hin offizielle. ins Büro? Wo ist die Adresse? Ich schicke Ihnen Also, einen okay, E-Mail also alles mit klar. Sie können offizieller mir Ihre Webseite. Adresse nicht sagen, weil Sie da gar nicht hingehen. Okay, Sie sagen, Sie sind in England. Wo Sie sind dann reguliert in England? Ja. Was meinen Sie? Ich fragte Sie, wo Sie reguliert sind. Sie sind ein Finanzdienstleister. Wo sind Sie reguliert? Ich bin Ihr persönlicher Kundenbetreuer und danach erhalte ich eine Unterstützung durch Finanzexperten, Das Ihr habe ich persönlicher nicht Finanzexperten. Sie gefragt. sind Ich Ihr habe gefragt, wo Sie Kundenbetreuer. reguliert sind. Wissen Sie Und nicht, wo Sie meine reguliert sind? Aufgabe ist Ihnen, wie gesagt, so Ihnen zu helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Und Und danach die Informationen erhalten Sie. erfahre ich erst, nachdem ich eingezahlt habe, richtig? Die Information oder Unterstützung? Nein, Was brauchen Sie? Die Information die oder Informationen erhalte ich erst, nachdem ich einbezahlt habe, richtig? Nein. So, können Ja Sie gut, bitte dann geben Sie in mir doch jetzt die Mail Informationen, die ich möchte. prüfen Sie bitte Ihr E-Mail, Herr Rindenstamm. Ja, und was soll da drin Können Sie sein? bitte Haben Sie bekommen? Ja, und da ist nichts drin, was ich habe
Sie, ich habe viele Fragen gestellt, aber da ist nichts drin, was ich gefragt habe. Ich sehe es gerade. Login, Passwort. Da ist weder die Adresse, noch da steht da drin, wo Sie reguliert sind. Also müssen Sie mir das sagen, wenn Sie es nicht per E-Mail schreiben können. Ich möchte Ihnen unsere Plattform zeigen. Ich bin auf Ihrer Plattform. So, also, wollen Sie mir jetzt sagen, wo Sie reguliert sind und Ihre Adresse sagen oder nicht? Weil schreiben können Sie es ja nicht. Sie brauchen die Information, Sie brauchen eine Sie brauchen nur die Adresse. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Verstehen Sie kein Deutsch? Ich möchte gerne wissen, wo Ihre Adresse ist. Ich möchte gerne wissen, wo Sie reguliert sind. Das sind die zwei Sachen. Beides können Sie mir nicht sagen. Okay, kein Problem. Verbinden Sie mich mit jemandem, der mir das sagen kann. Okay, kein Problem. Können Sie notieren? Ich sage Ihnen den Namen auf die Straße, kein Problem. Ja. London. Ja. Notieren Sie. London. Ja. Und dann Via, V wie Victor, I wie Ida, A wie Anton. 160 Victoria. Via 160 Victoria. Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Okay. Und wo sind Sie reguliert? Wir sind in London. Ich habe schon Ihnen gesagt. Ich habe gefragt, nicht wo Sie sind, sondern wo Sie reguliert sind. Warten Sie bitte kurz. Ich gebe. Warten Sie bitte kurz. Na klar. Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Von Paul. Ja, Sie haben eine schlechte Telefonhaltung, ich verstehe Sie gar nicht. Ja, ich bin die Kollegin von Paul Werner. Sie wollten sprechen mit einem deutschen Kollegen. Ich höre Sie. Ja, Sie sind aber auch kein deutscher Kollege. Wieso? Ich bin deutsche Muttersprachlerin. Sie sind deutsche Muttersprachlerin? So. Ja, natürlich. Glauben Sie nicht? Nee, glaube ich nicht. Warum markieren Sie sich? Warum markieren Sie sich? Was tue ich? Warum machen Sie Spaß? Ja, aber ich habe etwas Komisches gesagt. Ja, Sie haben gesagt, mit Ihrem Akzent, Sie wären eine deutsche Muttersprachlerin. Ja, es stimmt wirklich. Ich stamme aus Norddeutschland. Ja, natürlich. Sie sind deutsche Muttersprachlerin. Naja. Glaubt Ihnen das jemand? Okay, Sie wollten Ihr Konto aktivieren. Kollege hat mir gesagt, dass Sie Ihr Konto aktivieren wollen. Ich möchte als erstes mal wissen, wo Sie reguliert sind. Unser Hauptsitz ist in London. Das habe ich nicht gefragt. In England. Verstehen Sie? Sie verstehen ja noch nicht mal Deutsch. Ich habe gefragt, Sie sind ein Finanzdienstleister und folglich müssen Sie reguliert sein. Wo sind Sie reguliert? Ach, fällt Ihnen schon nicht ein? Schon am Ende? Schlechte Verbindung. Scheißig. Scheißig? Nein, die ist nicht für London zuständig. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Wenn Sie noch Fragen haben. Nein, ich frage, wo Sie sind. Ihr Hauptsitz ist in London und Sie müssen also nicht bei der Scheißig oder Sie können nicht bei der Scheißig reguliert sein. Sie müssen dann bei der wenn Sie mich ausreden lassen würden. Sie müssen also bei der FCA oder bei der PRA reguliert sein. Und nun? Schon wieder am Ende? Müssen Sie schon wieder nachfragen? Na? Ja, hallo, wieder Probleme mit Verbindung. Sie können ja, alle Hauptinformationen auf unserer Mal, Seite finden. Wenn Sie nicht weiter wissen, ist es die Verbindung, die Probleme macht. Aber es ist wirklich schlecht. Ich höre Sie schlecht. Ich muss jetzt rein. Ja, aber Sie schalten zwischendurch ja sogar Ihr Mikrofon aus. Sie schalten ja sogar Ihr Mikrofon aus und das ist kein Verbindungsproblem. Also, wo sind Sie reguliert? Das war ein Verbindungsproblem. Ja.
Ja, natürlich, glaube ich Ihnen sofort. Okay, wo sind Sie nun reguliert? Bei FCA? In Schleswig. Ja, nein, okay, alles klar, dann hat sich das schon Was für erledigt. FCA? Nein, Nicht bei. Sie irren sich. Nicht bei FCA. Ja, okay, gut. Also, Sie sind bei der SASEC reguliert. Wo sitzt denn die SASEC? Ja, bei Schleswig. Bei Schleswig. Und wo sitzt die SASEC? Oh, schon wieder Verbindungsprobleme. Jetzt muss ich wieder nachfragen, wo die SASEC sitzt. Oh Mann, das sind so dumme Betrüger. Hören Sie mich bitte. Warum machen Sie sich bitte? Weil sie Es dummer gibt Betrüger wirklich sind. Probleme mit Verbindung. Wir Naja, sind keine dummen Betrüger. doch, Was sind sie sagen Sie doch. mir? Sind sie doch, sage ich doch. Nein, Sie irren sich. Ja, Sie irren sich. dann sagen Sie mir doch, wo Sie reguliert sind. Die SASEC ist keine Regulationsbehörde für England. Wenn Sie wissen wollen, unser Hauptsitz ist in London und Ja, eben, Regulierung ist in richtig. Schleswig. Nein, Ja, für richtig. London ist die Regulierung die FCA oder die PRA. Also wenn Sie solche Informationen finden wollen, Sie können das auf unserer Seite finden. Nein, finde ich nicht. Wo steht's auf Ihrer Seite? Sie Wo steht's auf Ihrer Seite? auf der Plattform, auf unserer Plattform, haben Sie unsere Plattform schon gesehen? Ja, wo steht's denn da auf Ihrer Plattform? Ja, und Wo haben steht Sie, es da? wo haben Sie es gesucht? Wo Sie steht wollten es denn? diese Information. Wo steht es da, habe ich gefragt. Und schon wieder sind die Verbindungsprobleme. Jedes Mal, wenn sie nicht genau weiter weiß, hat sie Probleme mit der Verbindung. Na, warten wir mal, bis sie freiwillig auflegt. Können Sie mir sagen, wofür interessieren Sie sich Warum schalten Sie eigentlich? ja Ihr Sie müssen mit Mikrofon Korruption dauernd stumm? handeln. Warum schalten Sie Ihr Mikrofon dauernd stumm? Kommen Sie nicht weiter mit Ihren Erklärungen? Nein, nein, ich schalte das Mikrofon nicht stumm. Doch, natürlich. Warum denken Sie etwas aus? Weil ich es genau höre, wenn Vielleicht Ihr Mikrofon. hören Sie irgendwelche Vielleicht lassen Sie Geräusche. Ja, mich Sie einfach können mal Geräusche ausreden. hören. Wie lassen Sie mich einfach mal ausreden, Sie deutsche Muttersprachlerin? Ich lache Sie so aus. Mein Gott. Glaubt Ihnen das jemand? Naja, aber das ist die Wahrheit. Nein, Das ist die Wahrheit. Das können das Sie ist auch nicht nicht die glauben, aber Wahrheit. das ist die Das ist Wahrheit. genauso wenig die Ja, Wahrheit, aber ich wie stamme aus Ihr Name so ist. Norddeutschland. Was haben Sie? Bitte. Was haben Sie? Und schon wieder muss sie sich stumm schalten, weil sie nicht mehr weiter weiß. So, gefunden. FCA ist jetzt eine lokale Regulierung. In Salzig. Ich habe diese Information auf unserer Die Seite gefunden. FCA ist Können Sie eine das nicht lokale sehen? Regulierung der SAISEC. Lokale, ja, lokale. Lokale Regulierung. Der SAISEC, haben Sie gesagt? Wir sind spezialisiert an Kryptowährungsbörsen. Verstehen Sie uns? Wenn Sie an Transaktionen mit Kryptowährungen, wenn Sie sich Sie an können ja, ich Kryptowährungen verstehe Sie interessieren, noch nicht an mal die Handel mit Deutsch. Ich Kryptowährungen, dann verstehe Sie können nicht, weil Sie Sie mit sprechen unserer so Hilfe. schlechtes Deutsch für eine deutsche Muttersprachlerin. Mein Gott, Warum nicht? Vielleicht mit glaubt Ihnen Verbindung. das jemand, den Naja, Sie Sie sprechen nicht ansprechen? besser als ich. Verstehen Sie mich? Sie sprechen auch nicht besser als ich. Sie haben auch einen ausländischen Akzent. Sind Sie Engländer oder wer? Ja, vielleicht ja. Ist das albern? Sind Sie ein Clown oder wer? Ja, Sie sind der Clown. Sie Entschuldigung. machen sich so lächerlich. Nein. Doch, machen Naja, Sie. Sie sind auch Die komisch. Ein sehr ganzen komischer Leute auf Mensch. YouTube lachen Sie gerade aus. Sie sind live bei YouTube. Sie sind so ein schlechter Scammer, dass die Leute Sie auslachen. Naja, Sie können das auch machen. Sie sind ein Clown. Vielleicht Sie sind denn machen eine dumme Clown? Witze, ja. Merken Sie es jetzt? Herr Rindenstamm, Herr Rindenstamm, was möchten Sie, aber womit, wofür interessieren Sie sich? Sie wollen mit Korruption handeln, Hey, oder? konzentrier dich.
Mit Öl, mit Öl, mit Öl. Sie wollen mit Öl handeln. Ja, okay. Haben Sie schon Erfahrung in diesem Handel? Haben Sie mit Öl schon gehandelt? Weißt du, womit ich Erfahrung Sieht habe? an. Weißt du, womit ich Erfahrung habe? Bitte? Dumme Scammer im Internet bloßzustellen, die sich lächerlich machen. Da habe ich sehr viel Erfahrung. Sie sind live bei YouTube. Wollen Sie die YouTube-Zuschauer mal grüßen? Oh, jetzt muss ich nachfragen, ob sie grüßen Ich darf. möchte, Ihnen sowas sagen. Wenn Sie für den Handel auf dem Finanzmarkt nicht interessiert sind, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Den wünsche ich Ihnen nicht. Ich wünsche Haben mir Sie mich auch einen schönen verstanden? Tag. Ihnen nicht. Sie sind ein Betrüger. Ja, super. Ja, genau. Super. Super. Sie Das sind finden auch Sie ein super, dass Sie ein Glückler. Betrüger Ja, sind. genau. Ja, Guten, genau. schönen Tag. Ja, Ja, danke. Ihnen tschüss. nicht. Ihnen nicht. Hallo? 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 Joachim Ringsbar. Joachim Ringsbarberg, Heimat, ja? Ja. Ja, sehr gut. Guten Abend, Herr Joachim. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung. Ich bin Rings. Kontoarbeiter der Firma Noma Capital. Wegen der Anmeldungen heißt profitvolab.com. Bitte, ich verstehe Sie ganz schlecht. Haben Sie registriert in die Finanzmarkt? Haben Sie das in die Was, 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 was? Finanzmarkt? Sie reden so schnell und ich verstehe Sie gar nicht. Ah, Können Sie okay, dann, bitte ein bisschen Entschuldigung, aber deutlich, meine. können Sie bitte ein bisschen deutlicher reden? Okay, ich bin nicht so Ich schnell sagen. Deutsche Sprache. Deutsche Sprache, das ist meine Nicht-Muttersprache. Ja, das merke Entschuldigung. ich. Warum rufen Sie denn Okay. in Deutschland an, wenn Sie gar nicht Deutsch sprechen? Informieren, ich bin jetzt einen Moment. Noma Capital, Herr Joachim, das ist eine Finanz, das ist eine Online-Plattform, das ist eine Norway-Plattform, Norway Was? Company. Entscheiden Und Sie mit mich diesem. auf Deutsch oder auf Englisch? Also ich würde gerne Deutsch sprechen. Dann verstehe ich Sie vielleicht, wenn Sie ein bisschen deutlicher reden. Nein, ich bin auf Deutsch erzählen für Sie. Okay, Was? Ich Joachim. verstehe es nicht. Außerdem ist mein Nachname Ringsbach-Bergheimer und nicht Joachim. Ah, okay. Okay. Haben Sie WhatsApp? Ringsbach-Bergheimer. Du hast WhatsApp? Haben Sie WhatsApp? Ich habe kein WhatsApp, nein. Haben Sie keine WhatsApp? Oder E-Mail? Haben Sie E-Mail? Ja, ich habe E-Mail. Ja, ich bin jetzt schreiben Ihren E-Mail, okay? Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Ja, aber welche Sprache sprechen Sie? Zum Beispiel auf Russisch, Englisch? Nein, aber ich rufe ja auch nicht in Russland oder in England an. Englisch, sprechen Sie auf Englisch, ja? Sie verstehen gar kein Wort, ne? Okay, einen Moment, ich gebe jetzt. Der versteht ja gar kein Wort. Moment. Hallo? Hallo. Miss Joachim? Mr. Joachim, can you hear me? Deutsch. Ich spreche nur Deutsch. Der Kollege war zu doof, das zu Deutsch. verstehen. Oh, Deutsch. Okay, one second. Hallo Joachim. Ja. Haben Sie eine Mail? Ich schreibe Sie und erzähle alles, okay? Wie wollen Sie mir denn was erzählen? Sie sprechen doch gar kein Deutsch. Außerdem heiße ich nicht Herr Joachim, sondern Herr Ringsbach-Bergheimer. Okay, aber ich schreibe Sie und informiere Sie, okay? Bitte was? Ich schreibe für Ihre E-Mail und informiere Sie, okay? Ich verstehe Sie nicht. Haben Sie irgendwie einen Waschlappen im Mund oder so? Sie nuscheln so fürchterlich. Einen Moment, einen Moment. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hören Sie mich gut, richtig? Ja, Sie sprechen ja einigermaßen gut Deutsch. Der Oh, Kollege hat okay, ja super. Also keinen. mein Name ist. Aha, ja, habe ich verstanden. Aber was haben Da Sie es denn natürlich eine verstanden? sprachliche Barriere gibt. Wie Ja, bitte? richtig, richtig. Aha. Also, einen Moment bitte.
Herr, also Sie haben sich bei uns gemeldet, dass Sie Interesse gezeigt haben. Ja, bitte. Ringsbach-Bergheimer ist mein Name. Genau. Ja. Ich habe einfach Herr gesagt, nichts weiteres. Ja, das ist unhöflich. Okay. Also, Sie haben sich bei uns gemeldet, ja, weil Sie Interesse gezeigt haben, am Finanzmarkt zu profitieren. Richtig, also eine zweite Einnahmequelle zu haben. Richtig. Wo habe ich mich denn gemeldet? Also, ich weiß gar nicht, von welcher Firma sind Sie denn überhaupt? Also, ich rufe Sie von Norma Capital an, was eigentlich eine Firma ist, was Sie wahrscheinlich nicht kennen, weil wir haben unterschiedliche Projekte bei uns. Ja, wie soll ich mich dann bei Ihnen anmelden, wenn ich Sie gar nicht kenne? Also, Sie brauchen sich nicht genau bei uns zu melden, sondern von einem der unseren Projekten. Ah, verstehen ja. Sie, was ich meine? Und welche sind dann genau. Ihre Projekte? Also, es könnte sein, dass Sie vor einem Moment Profitbilder für diesen Projekt Ihr Interesse gezeigt haben. Also, das ist eine automatisierte Software, womit Sie, ohne irgendwelche Erfahrung zu haben, am Finanzmarkt profitieren können. Richtig? Ja, das weiß ich ja nicht. Ich weiß nur, dass ich mich da angemeldet habe. Ich weiß ja nicht, ob das so ist. Ich kenne ja Ihre Firma gar nicht. Aha, okay, kein Thema. Also wie gesagt, ja, Sie werden natürlich von uns profitieren können. Haben Sie schon Erfahrung am Finanzmarkt, damit ich Bescheid weiß, an welche Themen ich mit Ihnen besprechen kann? Ja, so ein bisschen Erfahrung habe ich schon. Welches war jetzt nochmal Ihre Plattform, nennt sich das sicherlich? Norma Capital heißt es. Wie schreibt sich das? Nordpol, Otto, Martha, Anton. Also Noma. Genau. Ja. Und dann Capital mit C wie Cäsar geschrieben. Toll. Und dann wie geht's weiter? Cäsar, Anton, Peter, Ida, nein, Theodor, Anton. .de oder? .pro. Wir sind ein internationales Unternehmen, ja, genau. Ja, aber deswegen brauche ich das ja trotzdem. Okay, gut. Dann weiß ich das ja jetzt schon mal. Danke. Genau, Sie sind also bei uns gemeldet. Jetzt meine Aufgabe ist es, Ihnen weiterzuhelfen, damit Sie Ihr Konto aktivieren können. Also nochmal bitte, haben Sie schon Erfahrung am Finanzmarkt oder ist es das Ihr erstes Mal? Ich habe schon ein wenig Erfahrung. Erfahrung, okay. An welchem Markt bitte, in welchen Aspekt? In Aktien im Prinzip. Aha, haben Sie also mit Ihrem Hausbank gearbeitet, so getradet oder selber es gemacht oder wie? Mit der Hausbank, ja. Wie bitte? Mit der Hausbank. Okay. Also hier haben Sie natürlich Zugriff zu dem globalen Finanzmarkt. Das heißt, Sie werden nicht nur für den Aktien hier traden, sondern auch Sie können gerne auch für Kryptowährungen, Forex-Markt, Rohstoffmarkt, Indexen und so weiter, ja, traden können, okay? Und normalerweise als Unternehmen, wir bitten unsere Kunden an, also Future-Verträge. Haben Sie schon auch davon gehört, oder? Ja. Gut, also wir normalerweise verkaufen oder kaufen keine Aktien, sondern wir verkaufen ja die Future-Verträge, was wir also von Finanzmarkt mitbekommen, okay? Ja. Wenn das genau. So ist, gut. Also, wie bitte? Und wenn das so ist, ist doch okay. Und wenn es okay? Oder wenn es... Ich sagte, wenn das so ist, dann ist das doch okay. Aha, okay, gut. Entschuldigung, habe ich nicht genau gehört. Okay, ja, also wie gesagt, ja, Vielleicht sollten Sie die Musik ein bisschen leiser machen, dann hören Sie mich bestimmt auch besser. Ja, aber leider habe ich keine so Zulassung dazu. Ich kann da leider nichts weiteres machen. Sagen Sie mal bitte, mit welchem Betrag würden Sie gerne anfangen? Naja, erstmal möchte ich gerne ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Also, wie gesagt, wir sind also ein Consulting-Unternehmen international, die natürlich also von FCA reguliert ist. Wir sind also länger als 10 Jahre am Finanzmarkt und wir bieten ja unsere Dienstleistungen an. Also normalerweise sind die natürlich die Empfehlungen, die wir an unseren Kunden ja weitergeben. Ja. Normalerweise unsere Kunden fangen also mit 250 Euro an, aber das ist natürlich ihre Entscheidung, mit welchem Betrag sie weiter handeln möchten. Ja. Wenn Sie also schon wissen, ja, weil Sie schon Erfahrung haben, dann sollten Sie Bescheid wissen,
dass diese 250 Euro ist nur einfach mal eine Einzahlung und keine Investition. Verstehen Sie also, was der Unterschied ist, oder? Natürlich. Aber mit was kann ich bei Ihrer Firma denn handeln? Wie können Sie handeln? Nein, mit was kann ich handeln bei Ihnen? Wie gesagt, Sie haben also Zugriff zu dem globalen Finanzmarkt. Das heißt, Sie können gerne Aktien oder alle, ich weiß nicht, Rohstoffmarkt, Indexen, Forex und so weiter, alle Märkte und alle Aktiven, was im Finanzmarkt vorgestellt sind, mit denen allen handeln. Falls wir also auf unserer Plattform, ja, Hausplattform, diese aktiv nicht haben, dann können Sie gerne auch schon mit unserem Analytiker besprechen und dann werden Sie natürlich dazu auch Zugriff haben. Wie gesagt, wir sind also in Oslo basiert, okay, und daher haben wir normalerweise, also die 90% von unseren Kunden sind in Europa. Genau deshalb haben wir also enge Beziehungen sozusagen, ja, arbeiten wir mit also Frankfurter Börse, Londoner, Warschauer und so weiter. Also überall haben wir also Spezialisten, die für uns ja Inside-Informationen mitteilen. Genau deshalb sind wir natürlich so erfolgreich, weil wir alle Informationen vorher bekommen, nicht nachher. Wie vorher? Okay. Sie wissen vorher, wo der Kurs hingeht? Haben Sie eine Glaskugel? Genau. Ah ja, okay. Gut, okay. Und Sie sagten in Oslo, haben Sie mal die Adresse für mich? Von Ihrer Natürlich, Firma? Das können Sie gerne auch auf unserer Webseite auch schauen, ja? Ja, nee, ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Können Sie mir das nicht sagen? Ich habe gedacht, dass Sie also die Webseite schon geöffnet haben. Okay, warten Sie bitte ganz kurz. Also erinnere mich nicht auswendig, aber einen Moment, jetzt werde ich Ihnen sagen, ja? Hallo. Ja, warten Sie ganz kurz, jetzt werde ich finden, ja? Es ist immer sehr unfreundlich, das Mikrofon stumm zu schalten. Also das mag ich gerade. Ich sagte gerade, es ist sehr unfreundlich, das Mikrofon stumm zu schalten. Also sowas bin ich gar nicht gewöhnt und wenn sowas passiert, dann lege ich normalerweise immer auf. Schauen Sie, das ist normale Praktikum. Wenn man also irgendetwas sucht, dann macht man natürlich den Kunden nicht nein, so viel, also abzuwarten. Nein, das ist natürlich für ihr, nicht für mich. Ich kann gerne natürlich, ohne Unmut zu machen, also mit Ihnen reden, kein Thema. Ja, schön, gut. Super. Also, unsere Adresse, jetzt sage ich Ihnen, also in Norwegen, befindet sich natürlich, wie gesagt, einen Moment, genau, Norma Capital, vorne Bouvein, 50. Ja. Die Postleitzahl 1366. Habe ich aufgeschrieben? Genau, in Norwegen. Okay, gut. Und Sie sagten vorhin, Sie werden auch reguliert, weil Sie ein Finanzdienstleister sind. Ist das richtig? Genau, von FCA reguliert und auch von GLAIF reguliert. Okay, dann können wir ja mal gucken bei der FCA. Können Sie mir mal Ihre FCA-Lizenz nennen, also sprich die Nummer? Gerne, Moment. Ja. Also 99. 99. Meinen Sie die Nummer, ne? Die Regulierungsnummer? Richtig. Genau, 9929. Ja. 71. 71. Okay, dann schauen wir doch mal. Oh, wisst ihr, was ich hier finde? Wo sind Sie dann im Augenblick? Da muss ich doch mal schauen, mit welcher Plattform Sie dann verbunden sind. Gerne. So. Dann kann ich doch mal schauen, welche Trading-Plattform. Unter welcher Trading-Plattform sind Sie dann gelistet? Weil Norma Capital Pro ist es nicht.
Genau, wir sind also Schwesterunternehmen, nee, Norma Capital. Nein, unser Hauptunternehmen, sehen Sie da natürlich, Financial Comfort Authority. Ja, und unter dieser Nummer ist eine Firma registriert. Und genau, welche, Financial Conduct Authority. Ich habe doch Ihnen mitgeteilt, ja, international. Hallo, reden Sie mal nicht so viel, hören Sie mal zu. Meine Herren. Also schauen Sie, Sie reden jetzt gerade über mein Unternehmen. Hören Sie einfach mal zu, was ich sage. Ansonsten hat sich das sowieso schon erledigt. Sie brauchen mir abhören, nicht ich Ihnen. Doch müssen Sie. Also das ist erstmal für Sie, nicht für mich. Wollen Sie mir nicht zuhören, dann hat sich das schon erledigt. Wenn Sie mir nicht zuhören, okay, super, dann verlieren Sie was, nicht ich. Ich verliere gar nichts. Ich verliere was. Vor allem gewinne ich nur was. Ich gewinne nur was, wenn ich bei Ihnen nicht registriere und nicht einzahle. Schauen Sie, das ist also Ihre Entscheidung, okay? Richtig, genau. Sie haben das Ihre ist Daten es. Hier bei uns eingegeben. Genau, und Sie das haben ist mir und Sie reden verlangt, und reden diese und Daten und reden und reden und reden. Ja, weil ich ja angerufen habe. Schreien Sie mich doch ein bisschen an. Sie oder Sie was? Sie sind ein ganz seriöses Finanzunternehmen. Ich höre das schon. Sie schreien hier rum. Ja, ja. Ich lache Sie aus. Ein dummer Scammer. So, fertig.